nützlich sein. Hast du das für mich? Ich habe gehört, dass Soldaten einiges an Ausrüstung in dem verlassenen Wohngebiet Casas del Lodo zurückgelassen haben. Könnte sich vielleicht lohnen. Danke sehr. neu. Das war Freddys ganze Ausrüstung. Ich muss es ihm sagen. Freddy, ich habe das Zeug von deinem Papa. Cornio, gracias, Dani. Ich habe dich zwar um Hilfe gebeten, aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja, das höre ich oft. Okay, Superstar. Bring die Sachen zurück nach Ferrosa. Stell alles zurück in Papas Schrein. Dann wird dir die Liebe jedes Baseball-Fans in Yara entgegenschlagen. Gut, Freddy. Ich mache so schnell ich kann. Du bist der einzig wahre MVP. Dani, tob dich an der Werkbank aus. Ich werd's auch keinem verraten. Juan, kann es sein, dass du glücklich bist? Ich habe meine Werkstatt und eine Revolution, die darauf wartet, gewonnen zu werden. Was könnte ein Guerillero mehr wollen? Das ist die Festung. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren niemand mehr hier gewesen. Hey! Maximas Matanzas! Talia! Vielleicht ist ein Hinweis. Ich hoffe, Talia und Paolo haben es geschafft. Die Festung ist doch nicht so verlassen. Sie wollten, dass andere Ihnen folgen. Clara, Maximas Matanzas war definitiv beim Fort. Da sind Spuren einer Schießerei und überall liegt Zeug herum. Das klingt nach Ihnen. Kannst du Ihre Spur aufnehmen? Ja, das dürfte nicht schwer sein. Genau, das macht mir Angst. Beeil dich, Dani. Damit wollten die fliehen? Idiotas. Bingo, so viele Schallplatten. Gracias, mija. Alles klar. Sanida. Unglaublich. Gegrillter Flamingo. Wenigstens hatten sie Zeit, um was zu essen. Binga, ich hoffe, diese Musik. Das muss Maximas Matanzas sein. Clara, ich glaube, ich habe Maximas Matanzas Versteck gefunden. Aber Castillos Soldaten waren vor mir da. Anscheinend wollen sie etwas Spaß haben, bevor sie Verstärkungen fordern. Du weißt, was zu tun ist, Dani. Was auch immer nötig ist. Augen auf, Dani. Biester. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Das war der letzte. Amerikanische Waffen? Scheiße. Die könnte Libertad gebrauchen. Das sollte ich mir ansehen. Juan, ich habe deine Info. Schneidest du mich runter oder was, Carajo? Binge! Du musst Talia sein. Schnauze! Was hat die denn? Hey, meinst du, ich kann das behalten? Nein? Ja? Hey, Mann! Du hast gerade Maximas Matanzas gerettet. Die abgefahrenste Truppe von ganz Yara. Ich hätte es ja selbst erledigt, aber ich konnte nicht aufhören zu heulen. Geh mir aus dem Weg. Ich bin Bicho, Mann! Ich bin aus Mexiko! Lass mich verdammt nochmal hier raus! Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Wenn ich dich rauslasse, wirst du dich benehmen? Mi amor. Fick dich, Talia! Oh! Du wolltest dich doch verstecken wie eine feige Pussy, Mann! Willst du sterben, bevor wir in Amerika sind? Oh, starker Mann, Paolo! Also ein echter Mann kümmert sich um seine Frau, indem er sie in einem stinkenden Sumpf versteckt? Verfickte Puta! Cornio. Hoho, das ist das Vorspiel. Okay, okay. Habt ihr von Libertad gehört? Clara Garcia schickt mich. Wir waren Libertad vor Libertad. Was denkst du, wer Clara zu ihrer ersten Demo schleppte, als sie noch in der Scheißbibliothek wohnen wollte? Das ist mir egal. Clara weiß, dass ihre Scheißreden keinen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Sie braucht ihre Stimme. Keine Sorge, sie hat nur Scheiße im Kopf, genau wie du. Willkommen im Camp Maximus. Das sind Tiere. Hey, die Soldados sind weg! Kommt raus! Juan, ich habe deine Info zu einer Waffenlieferung. Amerikanisch. Interesse? Interesse? Dani, bei dem Gedanken daran bekomme ich multiple Orgasmen. Sag mir sofort Bescheid. Ekelhaft? Aber ja, mache ich, klar. Klar. Du hast nur Scheiße im Kopf. Hier sind viel mehr Leute, als ich dachte. Sind das auch Musiker? Talia sammelt Träume ein, die dumm genug sind, sich mit Antons Kulturministerium anzulegen. Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht das Gesicht wegschießen. Ich dachte, ich wäre der einzige Aufsteiger. Papa war Ausbilder. 5. Generation Armee, dann kam ich. Was ist passiert? Entlassen. Nachdem ich mich von seiner Lieblingstochter in einen Freak verwandelt hatte. Seine Worte. Scheiße. So ist Trans beim Militär, Kompei. Ich hatte Glück. Talia hat mich beim Klauen erwischt. Anstatt mich zu verpfeifen, hat sie mir eine gescheuert. Libertad kann euch allen hier helfen. Libertad? Nach Castillos Wahl kämpften wir mit Clara. Was hat's gebracht? Clara haut ab und spielt Guerriera. Talia wird in Marquesas beschissene Akademie verfrachtet und ich verschulde mich, um sie da rauszukriegen. Bei wem? Bembe, ein Schwarzmarktschmuggler. Wenn er ausgezahlt ist, verschwinden Talia und ich von dieser Insel. Kann ich dir bei den Schulden helfen? Ich nehme keine Almosen. Okay. Wieso bist du ausgetreten? Hab meinem Ausbilder vor den Kehlkopf gehauen. Ich bin ein Morgenmuffel. Sekunde. Bembe ist da an der Kirche. Clara, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Maximas Matanzas geht es gut und sie haben hier sogar ein ziemlich solides Lager. Allerdings scheren sie sich einen Dreck um die Libertad. Gib ihnen Zeit, Dani. Sie haben viel durchgemacht. Ohne Talias Stimme und Paulos Disziplin können wir Castillo nicht besiegen. Du musst ihnen nur helfen, beides zu finden. Okay, Clara. Hoffentlich weißt du, in welchen Schlamassel du mich da reinreitest. Scheiße. Normalerweise... Bevor jeder Jarana genau so leben kann, wie er es möchte. Ungeachtet von Herkunft, Geschlecht, Sexualität und Religion. Komm zu Libertad. Machen wir einen Familienurlaub. Von Lola. Na? Hey, na? Ich weiß. Dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat. Hier, um uns zu helfen? Genau. Und dich wollte ich sehen. Noch Clara Garcia. Wir hausen in einem Sumpf. Wir hausen in einem Sumpf. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich will wieder mit meiner Frau in einer Stadt wohnen. Genau dich wollte ich sehen. Vielleicht mit meinem Freund auch. Aber woher wissen wir, dass Libertad wird? Auf unserer Seite ist. Wir müssen es riskieren. Aber Clara widersetzt sich Castillo. Das sagt Jarana. Dani, Talia. Ach, jetzt willst du also mit mir reden. Nein, ich will dich sehen. Wir treffen uns im Zoo bei Labatidora, dem wilden Fahrgeschäft. Okay, wenn das irgendein abgedrehtes... Okay, wenn das irgendein abgedrehtes Date werden soll. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Und sag Paolo nichts davon. Der zerrt mich sonst zurück in diesen scheiß Sumpf. Jetzt? Ist Paolo wieder beschäftigt? Schickt er dich, damit du mir hilfst? Paolo, Clara, heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade Marias Fernsehstudio gefunden. Gut. Wir glauben, dass Sie da einen unserer Leute gefangen halten. Befreie ihn und denk dran, dass dort ein Großteil von Castillos Propaganda produziert wird. Also richte ruhig ein bisschen Schaden an. Verstanden. Danke, Clara. Keine Verstärkung mehr. Ganz vorsichtig. Ein Schlüssel. Behalte ich mal. ¡Hijo de puta! Und, was hast du? Schau mal bei Isabella vorbei. Sie ist eine von den Guten und lehnt sich gegen Castillo auf. Ich habe gehört, sie könnte Hilfe brauchen. Muchas gracias. Mehrere Leichen. Hätte ich das machen sollen? Mich bieten? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Freddys Erbe ist wiederhergestellt und Libertad hat heute einen Home Run geschlagen. Scheiße! Freddy, ein paar Sachen sind jetzt wieder im Schrein. Ja, ich spüre die Liebe. Ich kann dich nicht hören! Ich sagte, ich spüre die Liebe. Jetzt spürst du sie. Hey, wenn Libertad meine Hilfe braucht, lass es mich wissen, okay? Libertad kann Leute wie dich immer gebrauchen, Freddy. Wir bleiben in Kontakt. plötzlich sein. Venga. Das ist richtig gutes Zeug hier. Juan, ich habe die Waffen und einen Hund gefunden. Ein Hund, ja? Hunde sind im Krieg äußerst nützlich, das zeigt die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Nein, noch nicht. Warum nicht, Dani? Er hat keine Identität. Gib ihm einen Namen. Okay, okay. Wie wär's mit Bum Bum? Gut. Du musst ihn abrichten, sofort auf dich Romanes zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerümpel. Ich habe so das Gefühl, Bum Bum hat eine Menge Temperament. Komm rein, Kleiner. Hilf mir doch jemand! Ich dachte schon, das war's. Ich finde dich. Geschichte. Castillo, ich bleib hier und halte Ausschau. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es Torte. Ich sollte den Alarm ausschalten. Hier sind schon genug von euch. Hier muss ich vorsichtig sein. Zeit, diese Leute zu befreien. Solange ihr könnt. Das nie wieder gut machen. Danke. Klar. Was war das? Durchkämmt das... Auf Masse! Was Yara tötet, was Bum Bum tötet, ist die Toleranz. Wir Schlüssel. Aber erst muss ich alle freilassen. Die wollten uns in ein Paria-Lager schicken. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier jemals rauskomme. Die Lager sind eine Feuerbombe und diejenigen, die dieses gerechte System durchlaufen haben, werden voller Stolz auf ihre Arbeit zurückbringen. Sie schulden uns ihre Arbeitskraft und wir schulden ihnen Dankbarkeit. Solange ihr könnt. Die wollten uns an die Hunde verfüttern. Gracias, gracias. Talia, es sind nicht nur Käfige. Die foltern Menschen zu Tode. Die Leichen, das Blut. Hier gehen Menschen durch wie am Fließband. Wir müssen das stoppen. Schafft die Leute raus, ich pass auf. Verschwindet hier! Geht um Talia, Sie sind in Sicherheit. Gut, aber das reicht noch nicht. Yara muss sehen, was Castillo da tut. Warum sie nicht still sitzen dürfen. Hier sind überall Sicherheitskameras. Ihre Aufnahmen könnten viele Menschen überzeugen. Scheiße, ja, Dani! Wir senden Du wirst wissen, wie wir möglichst viele Leute damit erreichen können. Ich suche nach der Steuerzentrale. Sicherheitsschlüssel. Die Aufnahmen müssen hier drin sein. Okay, die Aufnahmen. Dani, die Soldados kriegen Verstärkung. Und der Download ist noch nicht fertig. Wehr sie ab. Wir brauchen diese Aufnahmen. Schon. Scheiße! So. Fertig. Na endlich. Talia, hier unten ist alles sauber und ich habe das Filmmaterial. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Anton-Statue am Haupttor. Das ist das Wert. Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. zur Hölle bist du? Da, das ist Antons perfektes Zebra. Das ist ein angemaltes Pferd. Sieh, aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto. Heilung! Mach das verfickte Foto! Ja, halt still. Mach das nochmal und du kannst was erleben. Ich kann gut mit Tieren. Ich weiß das, Paolo. Viel mit dem Lager zu tun hat. Aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Bravo. Das ist aber ein hübscher Hund. Ich war das richtige Werkzeug. Der Drecksack Paolo sagt, von Yara runterzukommen, hätte oberste Priorität. Der will abhauen, während wir echte... Matthias ist ein verdammter Heiliger. Lass nicht zu, dass Marquesa ihn bricht.